Statement, der Podcast für Kommunikation und Business. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Statement, Kommunikation und Business. Heute sind wir in Herford, im ostwestfälischen Herford, und ich freue mich sehr, dass wir in der Quartierlounge beim sehr sympathischen, wie ich finde, obwohl ich ihn erst seit gefühlt 10 Minuten kenne, Timo Hinkelmann zu Gast sind und freuen uns, mit ihm über die Gastronomie zu sprechen, gerade zu Corona-Zeiten, aber auch über das Thema Unternehmensgründung, Entwicklung, wie das ist, wenn man sich selbstständig macht, wenn man vorher unter anderem Sous-Chef war oder in verschiedenen Restaurants in Festanstellungen gearbeitet hat, wie er sein Business momentan aufstellt und was er bisher in seiner Fernsehkarriere begleitet hat. Er ist ja auch bekannt geworden durch Auftritte im Fernsehen. Und was er uns sonst noch so verraten wird, bin ich sehr gespannt. Und erstmal herzlichen Dank, lieber Timo, dass wir heute bei dir sein dürfen. Gerne, lieben gerne. Schön, dass ihr da seid. Sehr, sehr gerne. Ja, die schlimmste oder direkte Frage vorab. Wie geht's einem so zu Corona-Zeit als Gastronom? Tja, ohne Blatt vom Mund zu nehmen, ziemlich beschissen. Ja. Hat sich natürlich alles komplett geändert. Größte Problem, was ich so sehe oder was ich so fühle, ist, man kann halt nicht mehr planen. Du weißt halt nicht, was passiert, wann geht's wieder weiter, wann gibt's neue Lockerungen. Und das ist immer so ein Ding gewesen, was mich irgendwie am Kacken gehalten hat, weil ich irgendwie immer einen Plan B oder einen Plan C hatte. Und damit auch ganz gut so durchgekommen bin. Und seit Corona gibt's das halt nicht mehr. Ne? Und ich meine, wir müssen nicht drüber reden, dass Umsätze wegbrechen, dass die Leute angepisst sind, sage ich einfach mal auf gut Deutsch. Die Laune ist oder die Stimmung ist im Keller. Und diese Kultur der Gastronomie geht ja auch irgendwie ein Stück weit verloren. Und neben dem, dass man Geld verliert, ist das natürlich auch einfach eine total traurige und beschissene Sache zu sehen, dass das, was man sich über 8 oder 9 Jahre aufgebaut hat, und heute auf dem Morgen einfach weg ist. Ja. Ja. Dementsprechend kann man schon sagen, die Stimmung ist im Keller. Das trifft alles ziemlich genau. Trotz im Keller schwelender Stimmung macht ihr auch einen Lieferservice, glaube ich, von Donnerstag oder Freitag bis Sonntag? Yes, Freitag bis Sonntag. Wir hatten erst 4 Tage. Problem ist aber einfach, dass zu wenig Kohle bei rumgekommen ist. Ja. Das hat sich ja noch 4 Tage verteilt. Ich brauchte 4 Tage Personal und jetzt haben wir das konzentriert drauf, dass wir 3 Tage liefern. Dann kriegen wir, ich sag mal, umsatztechnisch das hin, was wir damals im à la carte hatten, nur mit Essen, die Getränke fehlen halt. Mhm. Das ist dann der nächste Punkt, der natürlich einfach auch der gravierend ist, dass der Getränkeumsatz und Kaffeeumsatz, Wasser, was auch immer, das fehlt halt alles. Ja. Und man arbeitet im Endeffekt doppelt oder dreifach so viel für viel weniger. Ja. Ne? Und eigentlich arbeitet man derzeit nur dafür, um am Kacken zu bleiben und zu zeigen, ey, wir sind noch da, wir machen weiter, wir lassen uns nicht unterkriegen, aber es ist, geht natürlich auch um Substanz. Ja. Ist ein Kampf. Ist denn das Gefühl, also ich meine, ich kann es vollkommen verstehen, mir als Unternehmer geht es ähnlich, uns ist auch ein bisschen was weggebrochen, auch wenn es wahrscheinlich euch deutlich mehr getroffen hat, diese Krise als uns. Ist denn gerade so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, wenn du sagst, okay, jetzt impfen wir einigermaßen, der Sommer kommt, die Bestimmungen werden hoffentlich wieder bald gelockert? Ja, jein. Da muss ich ein bisschen zu ausholen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit. Klar. Als diese ersten Lockerungen damals in Kraft getreten sind, dass man gesagt hat, mit Mindestabstand kann man sich wieder im Restaurant treffen, essen etc., haben wir einfach das Problem gehabt. Du hast den Laden gerade gesehen, der ist ziemlich klein. Wir haben eigentlich 45 Plätze und dieser Laden lebt davon, eng aneinander mit anderen Menschen zusammenzusitzen. Ja. Und ich glaube, das größte Problem ist einfach, dass auch wenn die Leute jetzt geimpft sind und wenn Lockerungen wieder kommen, glaube ich, dass die Leute gar keinen Bock mehr haben oder auch eine gewisse Angst, immer noch so eng aneinander zu sitzen, miteinander zu sitzen, wie es mal war. Und deswegen kann ich da noch gar nicht so sagen, wo die Reise genau hingeht. Einzige Lichtblick, den ich gerade sehe, ist halt die Sommersaison, die Außengastro. Aber bis dato haben wir da auch noch keinen Plan. Und wissen halt auch noch gar nicht, ob wir überhaupt öffnen dürfen. Und das meinte ich eben mit, man kann halt nicht planen. Ansonsten weißt du ja ungefähr, so und so viel Umsatz kommt pro Tag irgendwie wieder rein. Und derzeit ist das so scheiße. Eigentlich schwimmt man echt schon, man hält sich gerade so über Wasser. Und es wird mal langsam Zeit, dass so ein kleiner Lichtblick wieder kommt, dass auch mal was Positives passiert. Das ist halt einfach, weil es bricht halt einfach nur noch alles weg. Und das fängt ja mit dem Restaurantbetrieb an, aber es geht ja weiter mit meinen Messeauftritten, mit den großen Messen, die ich mache. Da hatten wir halt, oder damit konnten wir uns halt eine gewisse, wie soll ich das sagen? Ja, und vor allem konnten wir uns dadurch halt auch ein bisschen erholen, wenn wir mal einen finanziellen Engpass hatten, mit so großen Küchenmessen. Und
Letztes Jahr haben wir es gesehen mit den Bedingungen, die es dann gab. Dann lohnt sich so eine Messe natürlich eigentlich überhaupt nicht mehr, sondern im Gegenteil, man arbeitet halt ein theoretisch fast genauso viel, aber es bleibt halt unterm Strich viel zu wenig über. Ja. Deswegen. Alles irgendwie ein bisschen blind gerade so. Ne? Und genauso fühlt es sich halt auch an. Leer, blind. Und die Motivation geht auch einfach langsam flöten. Ne? Mhm. Ich meine, ich bin der Typ, ich bin ja, hab's ja gelernt, nur wenn man fällt oder wieder aufsteht, sage ich mal, kann man so irgendwas arbeiten. Mhm. Und jetzt gerade fällt man und fällt man und fällt man und irgendwie fehlt das Seil, an dem man sich mal wieder hochziehen kann. Und ja, das geht mir auf gut Deutsch gesagt echt voll auf den Piss, ne? Das glaube ich, das glaube ich. Bevor wir später nochmal auf die Thematik zu sprechen kommen, möchte ich einmal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Zum Thema Motivation hast du eben gesagt, du warst in Bagwede im 1550 Sous-Chef, glaube ich. Ja. Du warst vorher auch in Bad Salzuflen unterwegs, in Restaurants. Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich selbstständig zu machen? Wie kam der Gedanke? Tja, wie bin ich auf die Idee gekommen, mich selbstständig zu machen? Im Endeffekt, um es gerade rauszusagen, fand ich schon immer irgendwie geil, selbst zu entscheiden, wann gehst du arbeiten, wie arbeitest du, was erstellst du für eine Speisekarte und ja, der Wunsch war halt einfach immer da, auch irgendwie ein Stück weit Macher zu sein, also mehr zu schaffen oder mehr zu machen, als man gerade in der Situation halt hatte. Also ich war immer auch gerne Angestellter, aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, mir geht es ziemlich auf den Piss, wenn mir irgendwie jemand was sagt, was ich anders sehe, ohne das Böse zu meinen, ne? Aber ja, das war einfach von Anfang an Wunsch und ich wusste halt, was ich kann oder weiß ich immer noch, was ich kann und das ist halt nur dieses Ding Kochen und Entertainen, sag ich mal. Das Entertainen habe ich dann erst später kennengelernt, aber ich wusste, dass eine Angestellten-Nummer halt nicht das Ziel ist, was ich mir verfolge. Also ich wusste, da kommt mehr, da muss mehr kommen. Mhm. Und man braucht ja auch Ziele, um zu wachsen, um sich zu stärken und ja. Ich weiß, dass du ein sehr teilweise, du bist ja auch eine Persönlichkeit vom Auftreten her. Ich glaube, so kann man auch deinen Kochstil natürlich. Jeder Koch, der hat seine eigene Persönlichkeit, die in seinem Menüs und Essen wiederfindet. Wie würdest du deinen Kochstil beschreiben? Ich sage mal, ein bisschen neben der Spur, aber trotzdem auf den Punkt. Also für mich ist halt immer das Produkt auf dem Teller, ist immer der Star. Also wenn ich ein Produkt oder wenn ich ein Gericht habe, wo Blumenkohl mit drauf ist, dann versuche ich den Blumenkohl auch so zu präsentieren, dass er selber die Chance hat, sich zu entfalten, sag ich mal. Hört sich jetzt vielleicht für euch ein bisschen doof an, aber mir ist halt wichtig, dass es nicht nur um eine Soße geht, die das Ganze lecker und genießbar macht, sondern dass das Drumherum alles stimmt. Und du siehst es ja auch, ich bin eher ein bisschen grobmotorisch veranlagt, aber das ist so wie soll ich das beschreiben? Der Teller ist halt quasi mein Meisterstück. Also wenn ich dann halt Zutaten in der Hand habe, dann buchtel ich so lange auf dem Teller rum, bis es für mich persönlich optisch okay ist und geschmacklich natürlich auch. Und ich weiß halt, wenn es mir schmeckt, dann schmeckt es den meisten anderen auch. Also eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Man arbeitet sich da irgendwie so im Laufe der Zeit rein und versucht also seinen Teil durchzuziehen. Und das klappt hier halt hervorragend. Gibt es was du saisonal sehr, sehr häufig und gerne kochst? Oder gibt es auch Sachen, andersrum gefragt, auch Dinge, die du sagst, okay, ich koche sie jetzt, weil es viele Gäste bei uns erwarten, dass es das gibt, aber ist nicht mein Favorite? Ja, ich sag mal, wir lassen uns einfach mal das Thema Lachs nehmen. Lachs ist für mich ein Fisch oder ein Stück, ja, ein Teil eines Gerichts, was ich nicht mehr brauche. Mhm. Ähnlich wie Schweinefilet. Mhm. Der Lachs ist für mich das Schwein der Meere. Die Gäste lieben es aber. Das ist so wie, ich sag mal, unser Rumsteak, wenn wir hier ein à la carte Geschäft haben. Es geht mir dann teilweise auch ein bisschen auf den Piss, wenn ich immer wieder nur einen Rumsteak koche, aber die Leute wollen es halt. Und du musst natürlich auch den Leuten oder den Gästen das ein Stück weit geben, was sie kennen und was sie wollen. Ne? Und da wir hier in Herford sind, ist es auch teilweise so, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Trifft dieser Satz passend zu. Ich versuche natürlich auch die Leute dann mal an andere Sachen ranzuführen und denen zu zeigen, wie toll aber zum Beispiel auch einfach mal ein Oktopus oder ein Kalmar oder ein Steinbutt im Ganzen gebacken ist. Letzten Endes brauche ich diese Gerichte aber auf der Karte auch, um zu überleben. Das muss ich ganz klar sagen. Das ist stark. Zu überleben ist eine gute Überleitung. Gab es in deiner, ich vermute mal nicht, ich bin einfach schon vorweg, gab es in der bisherigen Karriere als Selbstständiger schon ähnliche Krisen, die du durchschreiten musstest, weil es euch aus was für Gründen auch immer beruflich nicht so gut ging? Ja, die erste Krise, kann ich dir ganz genau sagen, war zu Zeiten, wo ich mich bei The Taste beworben hatte. Das war Ende 2013, also ich habe ja 2012 den Laden erst übernommen,
vom Kumpel, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und habe vielleicht am Anfang auch etwas zu blauäugig oder zu unwirtschaftlich gearbeitet. Mhm. Also nicht, ich glaube, sondern das war so. Und da habe ich halt ziemlich schnell gemerkt, es muss irgendwas passieren, dass du natürlich A, mehr Umsatz regenerierst, dass du B, mehr Menschen zu dir ziehst. Und dann habe ich mich ja aus heiterem Himmel mit einem Foto, mit einem Weizenbier in der Hand bei The Chase beworben. Das war die zweite Staffel, also die erste lief gerade noch. Und dann wurde ich auch direkt quasi angeschrieben und durfte zum Probekochen kommen, mhm. wenn wir da jetzt schon hingehört bei sind. Ja. Und dann habe ich halt das natürlich auch genutzt, um, ja, wie gesagt, einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf mich zu kriegen und den Laden wieder ein bisschen nach vorne zu bringen. Und es hat funktioniert. Also das meinte ich hier mit diesen Plänen. Plänen A, B, C, D. Ich hatte halt immer einen Plan. Ne? So. Also dementsprechend hast du durch deine Teilnahme bei The Taste deine Bekanntheit gesteigert, weil genau. Natürlich es auch hieß, Koch aus Herford, regionaler Koch aus Herford aus der Region, ist jetzt im TV. Hast du denn auch gleichzeitig unternehmerisch andere Dinge angegangen? Also, keine Ahnung, hast du die Sitzplatzanzahl erweitert irgendwie aus Gründen oder hast du die Preise etwas nach oben geschraubt, weil du gesehen hast, okay, jetzt koche ich gerade nur für den Umsatz und nicht für den Gewinn? Nee, das ehrlich gesagt nicht. Ich habe immer versucht, oder ist mittlerweile, glaube ich, immer noch so, also seit einem Jahr sehen wir es ja nicht mehr, aber ich sag mal, eine Flasche Wasser kostet bei mir nach wie vor 4,90 Euro als Beispiel. In den meisten Restaurants bist du da irgendwie bei 6, 7 Euro, ja. Sag ich mal. Wasser ist für mich immer noch, also nur als Beispiel, ist das Grundnahrungsmittel und klar will ich damit Geld verdienen, aber ich finde es schon frech, eine Pulle Wasser auf den Tisch zu stellen und du kriegst dafür eigentlich 2 Kisten als Endverbrauch. Man muss natürlich ein bisschen mit der Zeit gehen, aber trotz alledem versuche ich immer mit Preisen attraktiv dazustehen. Und ja, die Warenwirtschaft, was das angeht, hat bei mir immer gepasst und dann habe ich lieber Gäste zweimal die Woche da, weil sie sich leisten können, anstatt einmal. Und die kriegen auch eine ordentliche Portion bei mir, aber ja, letzten Endes müssen die auch Spaß haben am Essen gehen. Mhm. Und ich kenne es ja mit meiner Frau auch, wenn wir da, wir gehen gerne und oft essen und manchmal denkt man sich dann auch so, ey, alter Schwede, das ist zwar lecker, aber ich sag mal, für ein Rinderfilet 40 Euro, wir sind ja nicht in Hamburg, wir sind ja nicht in Berlin, wir sind in good old fucking Herford, sage ich mal, was auch eine wunderschöne Stadt ist, aber da muss man es halt nicht übertreiben. Und nur in Anführungsstrichen, weil man dann vielleicht ein bisschen Namen hat, musst du auch nicht unbedingt teurer werden. Jetzt sagen vielleicht viele, wirtschaftlich gesehen der falsche Weg, aber was, da bin ich halt so, da scheiße ich drauf, da bleibe ich meinem Motto und ja, meiner Art treu und bodenständig. Ja, was heißt bodenständig? So, ich finde es einfach nur fair und oder ich fände es unfair, 5 Euro mehr zu nehmen, weil jetzt ein Hinkelmann ist. Ja. So. Erzähl mir, was jetzt viele wissen, du bist Koch, du bist tätowiert. Ich auch. Ich bin auch tätowiert, das sieht man nicht, weil ich ein langes Hemd anhabe und einen Pulli. Ich bin Hobbykoch, kein professioneller, koche sehr gerne. Bin ein ganz großer Fan auch von, keine Ahnung, von TV-Köchen wie Tim Melzer. Guck deren Formate häufig oder immer. Wie muss ich mir denn vorstellen, man geht als ungelernter oder ungelernter TV-Teilnehmer, hätte ich fast gesagt. Du bist zum ersten Mal im TV, machst bei The Taste mit. Wie wirkt das auf einem? Gehst du hin und denkst du, ja, jetzt koche ich einfach meinen Stiefel runter? Oder bist du denn wirklich, also ich stelle mir schon vor, du bist ja schon nervös, oder? Schweinenervös. Also auch heutzutage noch, wenn du irgendwas mit dem Dreh ist oder so, bin ich am Anfang immer nervös. Ich glaube, das ist aber auch das kennen ja auch viele andere Künstler, ich meine Musiker, Schauspieler. Das ist ja auch das, was so ein bisschen ausmacht, so diese Energie oder wie soll ich das betiteln gerade? Jetzt habe ich gerade einen Hänger. Das ist spannend. Diese Unsicherheit, diese Energie und auch diese Aufgeregtheit zu nutzen, ja, zu einem Vorteil zu nutzen oder Gas zu geben. Und ich habe persönlich, wenn ich so die alten Folgen gucke, habe ich während des Drehs immer gedacht, scheiße, man sieht mir bestimmt an, ich bin schweinemäßig aufgeregt. Mhm. Das war aber angeblich oder war wohl nie so der Fall. Und dann habe ich mir halt ziemlich schnell am Anfang gesagt, pass auf, du machst einfach Folgendes, du verstellst nicht, sondern du bist einfach so, wie du bist. Du nimmst auch die Wörter im Mund, die du sonst im Mund nimmst. Wenn es zu viel wird, können sie dich quasi korrigieren. Aber ob du das willst, ist eine andere Frage. Und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, oder auch die vom Sender damals oder von der Produktionsfirma, dass die Art oder diese Ehrlichkeit auch gut beim Publikum ankommt. Also ich sage auch heute noch, ich war bei Es Gott nicht einer der besten Köche da. Aber ich konnte halt zeitgleich kochen, beidhändig, konnte in die Kamera gucken, konnte entertainen, konnte meine Späßchen machen und darum ging es mir auch. Also ich habe das ja auch gemacht, um so ein bisschen Erfahrung zu sammeln mit dem Showbusiness, sag ich einfach mal. Und als ich dann gemerkt habe, scheiße, du kannst ja so sein, wie du bist und irgendwie mögen dich die Zuschauer auch noch und das Drehteam, was willst du eigentlich mehr? Vielleicht gehörst du einfach genau hier hin und boah, seitdem
Läuft ja auch ganz gut. Du warst ja unter anderem, ich muss jetzt ansprechen, das Thema New York, dass du dort die neuen Food Trends mal gesucht hast. New York gehört mit zu meinen Lieblingsstädten. Auch New York Tattoo, wenn wir schon immer am Thema Tattoos waren. Wie war das? Wie muss ich mir das vorstellen? Du bist da durch verschiedene Gastronomiebetriebe gelaufen und hast die neuesten Food Trends, Food Trends gesucht. Yeah, Food Trends für Galileo. Ja, ich weiß. Auch eine ziemlich lange oder was heißt doch eine lange Geschichte, kann man schon sagen. Ich habe ja erst angefangen, bei Galileo so kleine kurze Filme zu drehen und habe Trends aus anderen Ländern versucht, hier nachzukochen und zu gucken, ob es hier bei den Leuten ankommt. Das heißt, wir haben gekocht, sind auf der Straße gegangen, haben die Leute probieren lassen. Und natürlich war immer mein Gedanke, scheiße, ey, wenn du schon mit denen, mit den Großen arbeitest, da kannst du auch mal in so geile Länder reisen. A, brauchst natürlich wenig Kohle ausgeben, du siehst viel und du kriegst natürlich auch nochmal einfach kulinarisch eine ganze Menge mehr mit. Ja. Und das war ja nicht New York, das war Texas, Austin, das war Massachusetts, Martha's Vineyard, das ist, ich sag mal, das Sylt aus dem Amiland. Ja. Da war ich ja mit Amador zusammen, ja. Können wir gleich nochmal drüber reden. Ja. Aber das ist natürlich erstmal schon ein großes Kino. Also da habe ich auch schon gedacht, scheiße, jetzt fliegst du natürlich schon mit einem anderen Sender. Irgendwie fliegst du einmal komplett über die halbe Kugel da und darfst da das machen, was dir Spaß macht, nämlich essen, futtern, viele Sachen probieren und dann ein Resümee dazu abgeben. Und ja, ein Ding gemacht, dann ging es auch ziemlich schnell weiter nach Texas, Austin. Da habe ich dann diese ganzen Barbecue-Dinger besucht, authentische mexikanische Küche. Und du lernst natürlich auch einfach Menschen kennen. Ja. Menschen, über die es ja auch viele Vorurteile gibt. Und ich kann das alles auch noch revidieren. Ich habe also die geilsten Leute habe ich persönlich in Amiland kennengelernt. Mhm. Das ist so. Die waren echter als manche Menschen hier, muss ich leider so sagen. Und die freuen sich für einen. Ich glaube, dieser Neidfaktor, den wir hier in Deutschland haben, der ist da gar nicht so hoch, sondern die sind froh, wenn man was erreicht und die sind einfach froh, mit jemandem lachen zu können. Und ich habe mich da fast zu Hause gefühlt. Mhm. Sagen ja auch viele, ich finde das sehr, sehr spannend immer zu sehen, so die Vergleiche zwischen einzelnen Kulturen und anderen Ländern. Eine andere Kultur ist es ja in Anführungsstrichen, glaube ich, auch gewesen, dass du zum ersten Mal mit dem Herrn Amador als Sternekoch zusammengekocht hast. Oh ja. Auch wieder ähnliches Nervositätsgefühl wie beim Vorkochen für The Taste, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also dazu gerade eine Geschichte, dass, das war diese RTL2-Geschichte, 4 gegen den Rest der Welt. Das heißt, 3 relativ bekannte Köche und gute Köche und aber so der Diamant, der Brillant. Mhm. Ja, Amador. Mittlerweile 3 Sterne hat er damals schon gehabt. Natürlich hat man da so eine gewisse Art Ehrfurcht. Ich meine, du bist halt mit jemandem zusammen, der versteht einfach so ein Handwerk in allen Belangen und du möchtest dich natürlich auch nicht blamieren. Letzten Endes muss man da aber auch sagen, es ist eine TV-Show. Das heißt natürlich, ohne dass ich mich jetzt verhaspel, man muss da gar nicht so viel Angst haben. Es geht ja darum, die Leute vor der Glotze auch einfach zu unterhalten und zu animieren. Oder vielleicht den Leuten auch einfach zu sagen, ey Leute, habt keine Angst davor, sondern probiert einfach irgendwie, funktioniert das schon. Und diese Aufgabe, die wir da hatten, war ja ohne Zutaten ein Gericht zu zelebrieren, wo wir uns die Zutaten selber erjagen, erfischen, erarbeiten oder erschnorren mussten. Also wir hatten ja null im Kühlschrank. Ja, in einem Land oder auf einer Insel, wo wir uns auch nicht auskannten. Und das war so eine Challenge, wo man auch ziemlich schnell, also auch gerade ich mit Amador, zusammengewachsen sind. Wir haben eigentlich die 5 oder 6 Drehtage, waren es, haben wir komplett zusammen verbracht als Team und haben uns dann natürlich auch, ja, ist eine Freundschaft entstanden, kann man schon so sagen. Und ich habe auch viel gelernt von dem Typen, das muss ich auch sagen. Was hast du zum Beispiel gelernt? Ja, das sind so, das ist schwierig zu verstehen für jeden. Oder für Leute, die vielleicht mit dem Kochen gar nicht so viel am Hut haben. Das sind so ganz feine kleine Nuancen. Also ich sag mal, Spiele mit Säuren, Food Pairing etc. Ein bisschen was von der Grobmotorik genommen. Erklär mal kurz das Food Pairing für Leute, die nicht im Kochbereich unterwegs sind. Food Pairing, Blumenkohl und Schokolade zum Beispiel. Ja. Sagen alle, und ja. Blumenkohl und Schokolade, Food Pairing hat mich auch bei The Taste begleitet. Mhm. Kann halt mega geil sein, wenn man weiß, wie man es dosiert und wie man es zusammen verbindet. Ich verhaspel mich also ein bisschen, deswegen. Alles gut. Pass auf, ganz kurz noch eine Sache vielleicht, wenn ich dich unterbreche, ja. Zum Amador nochmal. Ich glaube, das ist ja auch das, was die Leute so interessiert. Im Endeffekt, wenn der Drehtag gelaufen ist, ist das halt auch in Anführungsstrichen nur ein Mensch. Und zwar ein genauso bekloppter oder verrückter oder geiler
wie wir sie halt sind. Und wir haben da halt abends in einer riesengroßen in einer Holzhütte zusammen gewohnt mit dem Kamerateam, dem Tonteam, die ganzen Kandidaten und haben dann halt abends auch einfach privat zusammengegessen, gesessen und gekocht, Fernsehen geguckt, geschäkert. Und das ist so eins der Momente, was also meine TV-Karriere angeht, wo ich sagen muss, das Ding würde ich nicht umtauschen wollen, gegen nichts der Welt, weil ich da halt einfach auch neben diesen geilen Kochsachen einfach auch nochmal richtig geile Menschen kennengelernt habe. Und ja, das ist das, was ich auch immer so schön finde, dass man sich halt einfach auch weiterentwickelt und dass du halt neue Menschen und neue Charaktere kennenlernst, die du vielleicht sonst gar nicht kennengelernt hättest. Was hat dich denn beim Amador außer vielleicht der Kochkünste noch am meisten beeindruckt, also als, vielleicht als Persönlichkeit, als Mensch? Dass der auch einfach eine authentische, geile Sau ist. Der sagt halt das, was er denkt. Der versteht sich nicht. Mhm. Der hat halt seine Meinung, der hat halt seinen Kochstil und wenn da jemand was gegen sagt, dann ist mir das ziemlich egal. Und ich meine, der hat halt so viel erreicht. Da kann man, also ich kann da einfach nur dran hochgucken und sagen, Respekt, geile Sau. Das glaube ich. Du hast noch eine Kochschürze mit deinem Markov-Logo, nicht mit deinem Markov-Logo, sondern mit dem Markov-Logo, wo du, glaube ich, für Markenbotschafter bist. Mhm. Für Wiesenhof auch noch, ist das richtig? Mhm. Okay. Da habe ich, bei Wiesenhof habe ich meine eigene Produktlinie. Ja. Die Chicken-Spiele. Ja. Das hat angefangen vor, ich glaube, 2,5, 3 Jahren mit 3 oder 4 Produkten. Mhm. Das heißt, rockige, schwarze Verpackungen, geile Namen für die Produkte und war erst relativ klein. Mittlerweile sind wir bei 15 oder 16 Produkten und das Ding entwickelt sich immer weiter. Und ja, einer meiner wichtigsten Jobs oder Auftraggeber, so, die ich bekommen habe. Steckst du denn da nur mit dem Namen hinter oder entwickelst du wirklich die Produkte mit Hand aus Herz? Hand aus Herz, ich entwickle die Produkte mit. Sehr spannend. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich stelle mir das immer so vor wie so eine, ja nee, nicht Molekularküche wie in der Küche, Kochbusiness, sondern du bist in einem sterilen Raum, weil du halt mit Nahrungsmitteln testest oder hast du vielleicht noch 2, 3 Herzplatten und dann musst du probieren, ob das passt oder nicht. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, so habe ich mir das am Anfang auch vorgestellt. Im Endeffekt ist es so, du machst in deiner eigenen Küche oder zu Hause, habe ich viel experimentiert. Probierst du Würzungen oder Geschmacksträger an diese Komponenten zu kriegen, die es so auch noch nicht gibt. Mhm. Also das ist ja, die Chicken-Schmiede ist ja schon sehr speziell, was ja. Ne? Da ist auch immer Dampf hinter, aber ich bin ja jemand, ich liebe Pfeffer, ich liebe Power, ich liebe den sogenannten Arschtritt. Das ist bei mir die Würze. Und wenn dieses Produkt dann so ist, dass ich mir vorstelle, ey, das könnte denen auch gefallen, das passt in deren Verkaufssortiment, dann trifft man sich bei denen, da gibt es eine kleine Verkostung. Ich sag mal mit Chef A, Chef B, Chef C. Ja. Dann natürlich diese ganzen Ernährungswissenschaftler und wie sie alle heißen. Und die bauen die Zutaten dann quasi auch so um, dass es dann für den LEH quasi auch abgepackt und verkauft werden kann. Ja. Das heißt, die Grundidee kommt von mir. Aber da ich natürlich keine Ahnung davon habe, was muss da überhaupt alles rein, damit es nicht nur 4 Tage, sondern 6 Tage, sag ich mal, haltbar ist, sind dann die natürlich die Profis am Werk, die das dann halt einfach finishen sollen. Profi am Werk, wie kochst du zu Hause? Ich stelle mir jetzt immer also mein, wie soll ich sagen, kocht der Koch auch zu Hause oder schmiert er sich eine Stulle und ist froh, wenn er mal nicht an Herd muss? Oder macht seine Frau? Stehe Augen, nein, bitte. Nein, also, dann macht es auch manchmal, aber ich bin da auch eigentlich relativ stumpf und es ist genauso wie Leute, die 10 Stunden am Rechner saßen, die haben einfach keinen Bock mehr zu Hause. Ich meine, ich sehe ja nicht umsonst so aus, wie ich aussehe. Ich liebe Miracoli, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich liebe auch Dosenravioli und meistens nimmt man sich von der Arbeit irgendwas mit, was übergeblieben ist und ich koche auch mal zu Hause, ja, aber eigentlich reicht es mir dann auch. Ist es ein Unterschied, wenn man nicht in einer professionellen Industrieküche steht, als zu Hause am Herd? Fühlt man da sich nicht anders als erfahrener Koch? Naja, ich habe ja keine professionelle Industrieküche. Ich koche hier seit 9 Jahren mit 4 Campingkochern und Pizzaofen. Haha, guck wieder, was hast du gelernt? Also ich zauber da auch 10 Gänge-Menüs raus, aber ich habe einfach damals keine Kohle gehabt. Und musste mir das ganze Ding in der Arbeit aufbauen. Und als dann Kohle da war, habe ich mir gedacht, warum jetzt viel Geld für den Herd ausgeben, wenn diese 4 Campingkocher reichen? Mhm. Und die reichen halt. Die werfe ich dann nach 3, 4 Monaten weg, dann kaufe ich mir irgendwo wieder im Sonderangebot 4 neue, schmeiße die abends in die Spülmaschine. Der Pizzaofen brennt auch jeden Abend und mehr brauche ich nicht. Stark. Ja, das macht so ein bisschen auch aus für die Leute vielleicht. Definitiv, definitiv. Das ist, glaube ich, ich glaube, eins, man verbindet ja, glaube ich, Restaurantbesuche immer mit verschiedenen Sachen, mit dem Geschmack der Menüs, das der Lebensmittel, mit der Persönlichkeit, die Dinge zubereitet oder halt mit dem Interieur, mit dem Ambiente. Genau. Was glaubst du, macht den Mix bei dir? Weswegen kommen die Leute zu dir? Ja, zum einen natürlich, weil ich eine geile Sau bin. Schulterklopfer. Nein, wie gesagt, ich glaube einfach, dass es zum einen diese offene und ehrliche Art
Dann natürlich die offene Küche. Das heißt, jeder Gast, der bei mir ist, hat auch Kontakt zum Koch. Also wenn ich jetzt nicht da bin, auch zum Kochteam. Wir sind alle ein bisschen bekloppter. Also hier läuft auch abends dann teilweise AC/DC oder Stones. Und ja, wir passen uns nicht so diesem Klischee an. Es gibt eine feste Speisekarte. Sucht euch bitte die 22a oder 22b, sondern wir gehen auf den Kunden ein. Wenn einer reinkommt und sagt, ich bin aber jetzt Veganer, weil ich gerade meine, das ist gesünder, dann versuchen wir natürlich auch für den was zu zaubern. Dann kommt noch hinzu, dass meine Frau einfach diesen goldenen Finger für Deko hat. Mhm. Also Nippes, sage ich immer. Die macht es dann halt hier so, man fühlt sich halt wie zu Hause im Wohnzimmer. Und das alles zusammen, glaube ich, also die Leute sagen nicht, wir gehen zu Timo, sondern wir gehen in die Quartierlosch oder wir gehen zu Alex. Mhm. Ist auch ein Stück weit befreundet sein. Also wir duzen uns hier alle. Es gibt ganz wenige, die ich sieze. Habe ich auch nicht, ehrlich gesagt, keinen Bock drauf, weil wir sind einfach eine offene Truppe. Und man hat aber auch das Gefühl, dass die Leute oder viele Leute, die sonst halt mal in Restaurants gehen, wo sie halt dieses gewohnt sind, hallo, ja, bla, 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 kann ich ihnen was bringen, dass sie es geil finden, wenn sie dann hier auch einfach normal angesprochen werden und wenn sie das Gefühl haben, ey, hier ist alles in Ordnung, hier muss man sich nicht verstellen, hier muss man nicht auf Etikette machen, sondern wir sind hier zum Essen, zum Spaß haben, zum Trinken und der Koch kommt teilweise noch mit einem Tisch und trinkt kurz mit, weil willst du dann, ja, so. Definitiv. Ja. Das ist also ein Geheimnis, ist das gar nicht. Ich glaube, das ist einfach ehrliche, das ist so die Art, oder das ist so das, was wir widerspiegeln, wie wir uns selber auch fühlen. Also wie wir uns gerne auch bedienen lassen würden in anderen Gastronomien. Ja. Deswegen sind wir auch gerne in Berlin unterwegs. Ich weiß nicht, kennst du da bestimmt auch einige Läden. Oder Hamburg. Das ist einfach diese feine Kodderschnauze, die aber auch ein bisschen einfach Sympathie widerspiegelt. Ja, und steif kann man sein, aber nicht bei uns. Machst du auch nicht den Eindruck. Das würde nicht passen. Aber man kann ja nicht nur bei euch im Laden ein Stück von euch abbekommen, in Anführungsstrichen. Du hast ja auch einen Online-Shop, haben wir eben schon das Thema. Ja, ich habe, okay, der Online-Shop. Das ist mehr als ausbaufähig. Wir haben dann irgendwann auch aus der Not heraus, ich habe ja eine kleine Gewürzkollektion irgendwann mal ins Leben gerufen, die ich auch selbst natürlich mitentwickelt habe. Und wie das dann aber so ist, wenn man sich zu viel auf den Schirm schreibt, ist das vielleicht so ein Stück weit einfach liegen geblieben. Ich weiß, da würde noch viel mehr gehen. Sagt ihr aber auch ganz ehrlich, zurzeit ist kohletechnisch einfach auch nichts drin, dass ich mich andere da ein bisschen. Prioritäten. Andere Prioritäten. Andere Prioritäten, genau. Und vor allem erstmal überleben und die Sachen angreifen oder die Sachen anpacken, die jetzt gerade dafür sorgen könnten, dass wir zumindest noch ein bisschen mehr Umsatz regenerieren. Ja. Ist der Online-Shop garantiert auch, aber da fehlt mir gerade auch ein bisschen das Know-how. Ich bin, was PC angeht, Vollegastheniker. Ich habe meinen Kochbuch mit zwei Fingern getippt, hätte ich das Ding fast in die Ecke gezimmert. Sind wir aber dran. Also sagen wir mal so, ich habe da Leute und Freunde, die mir dabei jetzt helfen und durch die neue Förderung, die es dann ja jetzt gerade noch geben soll, hoffe ich, dass ich mir da einfach noch ein Stück weit Hilfe und professionelle Leute mit ins Boot holen kann, die das auch nicht. Du hast das Kochbuch gerade schon angesprochen, was man sicherlich auch online im Onlineshop erwerben kann. Ja. Vermute ich. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich mache jetzt mal ein Kochbuch. Punkt. Ich meine, das hat ja auch einen bestimmten Hintergrund. Ich glaube, bei dir ist es nämlich nur Hühnchen. All about Chicken. Kochbuch wollte ich sowieso eigentlich schon generell immer haben. Das ist halt so ein Ding. Du guckst ja auch an Köchen hoch im Laufe deiner Karriere. Und ich habe ja auch viele Kochbücher gehabt. Immer Jamie Oliver, Tim Melzer natürlich auch. Um mir einfach Impressionen oder um mir Ideen rauszuholen, sag ich mal, um die dann halt ein bisschen weiter zu verarbeiten. Und dieses Ding wollte ich eigentlich schon viel, viel länger machen, aber das ist halt so ein Teil, wie ich eben gerade gesagt habe, wenn ich am PC sitze, dann mache ich den nach 5 Minuten zu, weil ich weiß, ey, es wird jetzt eh nicht viel passieren. Ja. Und dann kam irgendwann der erste Lockdown, also wir reden vom letzten Jahr März. Und ich habe ja auch ein Management an der Hand und er sagte, ey, es wäre jetzt eigentlich genau die richtige Zeit, dein Kochbuch zu schreiben. Und ich so, oh fuck, aber bevor ich jetzt zu Hause umsitze und gar nichts mache, wäre ja 2 Wochen komplett dicht. Habe ich mich hingesetzt und habe dann einfach versucht, am PC Rezepte zu kreieren, habe viel gekocht zu Hause mit Hühnchen. Ja, und habe mich dann irgendwann überwunden und habe dann mir selbst beigebracht, mit dem Laptop tippen zu können. Und dann dauerte das, glaube ich, 3 Monate mit viel Recherche, viel Hilfe aber natürlich auch. Und hatte dann dieses Rohexemplar da liegen und habe gedacht, geil, ey, sieht ja gar nicht so verkehrt aus. Und ist anders als alle Kochbücher. Also ich erzähle auch viel aus meinem Leben oder von meinem Leben, wie ich überhaupt zum Kochen gekommen bin. Bin auch ein Typ, ich nehme ja selten ein Blatt vom Mund. Und aber das macht es ja auch so ein bisschen aus, dieses
authentischer. Und ich finde, wenn man ein Kochbuch schreibt, dann sollte das dann auch genauso wiedergespiegelt werden wie in anderen Bereichen. Zum Fernsehen ist oder im Laden. Und All About Chicken bot sich natürlich an, weil ich halt einfach Marktbotschafter bin für Wiesenhof, meine eigene Produktlinie habe und weil ich halt finde, dass Hühnchen gar nicht so diesen Respekt in der Küche findet, den es eigentlich verdient hätte, weil es ein sau vielseitiges, geiles Produkt ist, bei dem du einfach viel Spaß haben kannst. Und was eigentlich alle Menschen essen. Also es gibt ja wenig Kulturen, glaube ich, die Kaninchen essen. Mhm. Boah. Da war das Ding eigentlich ziemlich schnell durch und jetzt habe ich es. Jetzt hast du es. Und es wird nicht das, das wird nicht das Letzte bleiben, das kann ich schon sagen. Oh, das klingt spannend. Sitzt du etwa schon wieder an einem neuen Buch? Ja, so im Kopf zumindest. Ist wieder ähnlich wie damals. Ich habe schon Ideen und habe auch genug Input. Aber jetzt gerade ist die Energie so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich platt gerade. Und ich den Arsch nicht hoch, weil man einfach viele Ängste und Sorgen hat. Und wenn man sowas schreibt, so ein Herzensprojekt, dann musst du halt auch blühen und musst Feuer haben. Und da ist kein Platz für Debris oder für schlechte Stimmung. Und da warte ich noch. Und das ist halt das, was ich eben meinte. Man kann nicht absehen, wann das wieder der Fall ist. Aber was du absehen konntest, dass du irgendwann im Zuge deines Werdegangs beim Kochen landest. Wie bist du zum Kochen gekommen? Ey? Du musst es nicht ausführlich erklären. Die Leute sollen auch dann dein Kochbuch kaufen. Nein, die Leute sollen dann dein Kochbuch kaufen, um es zu erfahren. Ja. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Wie gesagt, Hobbykoch kann bei weitem wahrscheinlich nicht so viel wie du oder andere professionelle Köche. Ich habe früher bei meiner Oma angefangen, erst auf Geburtstagen Service zu machen als kleines Kind. Und dann haben wir, ich weiß nicht, mit wie vielen Jahren müsste ich jetzt meine Mutter oder meine Oma, die könnte ich nicht mehr fragen, die lebt leider nicht mehr. Meine Mutter fragt, ich habe, mein erstes Menü war, oder mein erstes Gericht war Rührei. Ja. Mit, ich weiß es nicht, 4, 5, ich habe keine Ahnung, 6, ich weiß es wirklich nicht. Und war gut? Oh, angeblich ja. Deswegen muss ich früher immer kein schätzendes Rührei machen für auf einen Geburtstag, allen Bunches und so und Co. und Ostern und weiß der Geier. Wie bist du denn dazu gekommen? Auch eine witzige Geschichte. Ich wusste ja auch viele Jahre gar nicht, wo die Reise so bei mir hingeht. Mein Vater war ziemlich erfolgreich in der Textilbranche unterwegs. Und über Kontakte bin ich an der Tischlerausbildung gekommen. Mein Onkel war Tischler, ihm jetzt das Angebot. Ich wusste aber auch gar nicht, was ich machen soll. Und dachte ich mir, okay, wie ist meine Tischlerausbildung zu machen? Habe dann ziemlich schnell gemerkt, neben meinen Lehrherren, dass das gar nichts für mich ist. Also das war gewollt und nicht gekonnt halt einfach. Und habe aber nebenbei in einer Szene-Kneipe in Herford, damals hieß die Café Queen, gearbeitet. Als Cocktailmixer, Bartender, aber auch als Servicekraft. Und die hatten so eine kleine, ja, Pilunke, sag ich mal, hinten. Und da gab es Baguettes, Salate, Pizzen, selbstgemachte. Und irgendein Tag ist der Koch krank gewesen. Und die Bude war komplett voll. Und dann hat mein Chef Pille, hieß er damals, hat er gesagt, Winkelmann, wir haben ein Problem, kannst du die Küche schmeißen? Und ich sage, ich habe es noch nie gemacht, aber ich probiere es einfach. Mhm. Hab die Küche geschmissen, es gab nicht eine Reklamation, hab dann gemerkt, scheiße, das irgendwie bockt sich das. Und das war dann so ganz larifari Geschichten, also Salatgurken, noch ganz grob runtergeschnitten, Salate aufgetürmt und hab dann aber gemerkt, scheiße, da irgendwas ist da, das fühlt sich gut an, aber es schmeckt ja, also du kannst alles selber essen, die Leute lachen, die freuen sich, also die lachen halt nicht, die lachen nicht aus, sondern die freuen sich halt über das Essen, genießen. Ja, und dann hat das irgendwie gar nicht lange gedauert, dann habe ich mir halt eine Ausbildung als Koch gesucht und war der richtige Weg. Was hast du denn für eine Abschlussnote in der Ausbildung? Fangen wir mal anders an, damit das für mich ein bisschen cooler klingt. Ich habe verkürzt auf 2,5 Jahre. Mhm. Also reguläre Lehrzeit ist ja 3 Jahre. Ich war aber nie der Freund von der Schule, von der klassischen. Und ich war schon 21 und musste auch nicht mehr zur Berufsschule gehen, habe lieber im Restaurant gestanden. Dementsprechend war die schriftliche Note, sagen wir mal, bescheiden. Aber die praktische, ich muss jetzt lügen, ich glaube eine 2. Das war schon okay, das war gut. Ich glaube, hätte ich mich da mehr reingelegt noch für die Prüfung, dann wäre es bestimmt auch besser gewesen. Aber ich wollte jetzt auch nie irgendwie einen Meistertitel oder so haben. Ich wusste halt, wenn ich irgendwann mich selbstständig mache, also auch da war der Gedanke schon da, dann wird das den Leuten garantiert, also einen gewissen Part von Leuten schon reichen, weil es einfach lecker ist. Ja. Und man muss nicht immer irgendwie 3, 2, 1 Sterne haben, man muss halt authentisch sein, man muss lustig sein, man muss das, was man macht, lieben. Das war bei mir der Fall. Und dementsprechend hatte ich da gar keine großen Ansprüche. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dieses Zeugnis noch irgendwo rumfliegen habe. Ich habe mich auch nie klassisch irgendwo beworben, in der Bewerbung. Ja. Du hast wahrscheinlich immer Probe gekocht, wenn du dich beworben hast. Genau.
Dann hat das meistens gereicht. Eigentlich. Ja, ich will mir jetzt auch nicht so viel loben, aber das Ding, das versuche ich oder habe ich dann auch versucht, mit meinen Mitarbeitern hier so weiterzuziehen. Und ich habe auch nie irgendwie eine schriftliche Bewerbung hier gekriegt, also habe ich schon. Habe ich aber nie Wert drauf gelegt, habe ich mir noch nicht angeguckt. Mir geht es immer darum, sich in die Augen zu gucken und dann, man sieht bei manchen Menschen schon einfach, ey, von der Erzählung her, der hat Bock auf das, der hat Bock zu kochen. Wie jetzt mal dazu gehoben, der Niklas zum Beispiel auch. Knaller Typ, ich glaube, der hat sogar ein Abitur, also der müsste rein theoretisch, könnte der was ganz anderes machen, aber der lebt halt für dieses Kochen. Und wenn ich das sehe, dann würde ich den halt oder nehme ich den halt gerne in mein Team auf. Mhm. Und ja, wir sind ja halt eine große Familie und das ist das, was mich eigentlich am stolzesten ist, dass dieser Zusammenhalt da ist. Und es geht halt nicht nur um Kohle oder auch natürlich, aber es geht in erster Linie darum, hier Spaß zu haben. Wir verbringen hier dann natürlich, wenn Corona nicht da ist, ja, auch einfach 5 oder 6 Tage ganz innig viel Zeit miteinander und man spricht hier quasi über Sachen, die man eigentlich vielleicht nur zu Hause mit irgendjemandem redet und ja, das macht die Sache halt geil und liebenswert. So. eine große Familie, so stelle ich es mir vor. Ja. Bevor wir gehen jetzt langsam auf Richtung Schluss und Ende des Interviews zu. Was kann ich mir denn vorstellen? Du hast es eben schon angekündigt, du überlegst noch ein weiteres Kochbuch herauszubringen. Was sind denn die zukünftigen Projekte für die große Familie? Wo geht die Reise hin? In der Hoffnung natürlich, dass jetzt bald dieses, auf Deutsch gesagt, scheiß Corona-Thema endlich ein Ende hat. Ja gut, wo geht die Reise hin? Also Ziel meiner Reise war eigentlich immer, dass ich meine beiden Ladies, also ich bin jetzt ja seit 4,5 Jahren auch Papa, dass ich es einfach hinkriege, dass die irgendwann keine Sorgen mehr haben müssen, sprich Haus abbezahlt, man steht ordentlich gut im Leben, man muss sich halt nicht mehr so viele Gedanken und Sorgen machen, finanziell gesehen und dann aber halt auch Zeit aufholen. Also reisen, Zeit mit der Familie verbringen, das muss ich auch einfach sagen, das ist natürlich auf der Strecke geblieben. Wie gesagt, ich tanze ja gerne auf vielen Hochzeiten, aber das habe ich eigentlich immer nur gemacht, um einfach auch schneller dann zur Ruhe zu kommen. Mhm. Also um es auf den Punkt zu bringen, das größte Ziel ist einfach Ruhe finden. Mhm. Ne? Und ich bin kein Mensch, der nicht viel braucht. Ich habe natürlich auch eine Zeit lang, wenn du dann natürlich auch ordentlich verdienst, lebst du dann auch mal ein bisschen anders oder ein bisschen großkotziger, würde ich nicht sagen. Du machst ja nicht so viel Gedanken, aber eigentlich brauche ich nicht. Ich brauche eigentlich nur eine schöne, also ein gutes Gefühl zu Hause, dass ich mich zu Hause wohlfühle. Ich brauche viel und gutes Essen. Und ansonsten bin ich eigentlich total zufrieden. Und deswegen ist eigentlich das Ziel jetzt, auszuhalten, zu überstehen, das Schiff nicht sinken zu lassen, sage ich einfach mal. Und hoffe dann, dass ich mit der Markthalle, da habe ich jetzt auch noch Stand, dass ich da noch ein bisschen einfach Fuß fassen kann und mich da auch nochmal neu, wenn ich sagen, neu erfinden kann, aber dass ich meine Kreativität da auch nochmal ein bisschen Lauf lassen kann und in Richtung Healthy Food gehe, was ich hier im Restaurant zum Beispiel nicht angeboten habe, weil das auch nochmal eine Sparte ist, die viel zu wenig Aufmerksamkeit kriegt und mit der man halt auch selber, wie ich es gemerkt habe, abnehmen kann und trotzdem nicht hungern muss. Mhm. Jetzt guckst du gerade auf meinen Bauch, ja. Habe ich nicht, ich hab in dein Gesicht geguckt. Nein, auch das sage ich jetzt, war Corona. Du bist halt einfach depressiv. Du bist halt einfach Träge, man hat eine Ausrede, das Fitnessstudio hat zu, dann zieht man sich einen Burger rein, weil in dem Moment, das ist ein Stück weit Frustfressen. Mhm. Ne? Und da will ich eigentlich wieder weg. Also eigentlich will ich nur wieder den Kopf klar kriegen, wieder weitermachen, so wie ich kann, ohne irgendwelche komischen Auflagen. Und ja, das machen, was ich am besten kann, Leute unterhalten, gut und lecker kochen und trotzdem viel für meine Family da. Das ist so. Die Frage nach dem Konzept deines Konzepts für die Markthalle habe ich mir jetzt erspart, weil du hast es gerade schon verraten. Du hast gerade ganz, ganz tolle Schlussworte gesagt. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen. Ich habe einen sehr, sehr offenen, spannenden, warmherzigen Menschen kennengelernt und ich hoffe, dass du noch weiterhin sehr, sehr viel Erfolg haben wirst. Dankeschön. Privat und natürlich beruflich und sage herzlichen Dank, dass wir hier bei dir sein durften. Lieben gerne immer wieder. Komm vorbei. Tschüss. Sehr, sehr gerne. Danke. Liebe Leute, das war Timo Hinkelmann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen und hören uns bald wieder beim Statement-Podcast und wünsche euch erstmal noch alles Gute. Bleibt gesund und Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.